der Nacht auf den Weg gemacht nach Köln, um der berechtigten Forderung nach mehr Geld Nachdruck zu verleihen. Für gute Arbeit wollen wir gutes Geld. Gib mir fünf! Gib mir fünf! Gib mir fünf! Wir sind mit den Kollegen nach Köln gefahren, um hier zu demonstrieren. Wir fordern 5% mehr Lohn. Die sind gerechtfertigt, weil wir in unserer Branche sowieso hinterherhinken, hinter den allgemeinen Löhnen. Und weil die Firmen ordentlich zu tun haben und auch ordentlich Geld verdienen. Miete, Sprit, Energie, alle Kosten steigen, bloß unsere Löhne steigen nicht. Und wenn wir weniger Geld in der Tasche haben, können wir auch weniger kaufen. Also wir fordern 5% plus, es muss. Es ist einfach nicht möglich, von so einer kleinen Lohntüte zu leben. Es muss ein bisschen nach oben gehen. Es geht mit Deutschland nach oben, es geht mit der Industrie nach oben, aber mit uns geht es nicht nach oben und das ist falsch. Jetzt ist die Arbeitgeberseite gefordert. Wir erwarten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Januar ein verhandlungsfähiges Angebot. Deshalb seid ihr heute hier und deshalb nochmal herzlichen Dank. Also wir fordern 5%, weil wir ja nicht gerade aus einem Hochlohnsektor kommen und die Kollegen, die werden immer gräsiger und sind nahezu schon sauer, weil sie ihre Familien von dem Geld schon nicht mehr ernähren können. Das Gejammer von der Arbeitgeber, das geht uns langsam, an den Sack. Die Metall und Elektro zum Beispiel, die Schlosser, die kriegen mehr Geld in der Mercedes oder irgendwas. Und bei uns in der Holzindustrie, da ist das Niveau noch ziemlich unten. Also müssen wir es anpassen, das merkt man auch bei der Auszubildenden. Kriegen wir immer schlechter mittlerweile. Also müssen wir es attraktiver machen. Die Arbeitgeber sind verwöhnt, weil sie bisher immer der Ansicht waren, wenn sie Facharbeiter haben wollen, gehen sie zum Arbeitsamt, wie beim Aldi, ich gehe dahin, hole mir Facharbeiter. Und das funktioniert nicht mehr. Und deswegen müssen die Auszubildenden mehr Geld haben, damit die auch ein Interesse haben, hier im Betrieb zu bleiben, in der Möbelindustrie. Die Gewinne, die steigen und steigen, die Chefin immer mehr und mehr. Da denke ich, ist schon eine Forderung von 5% gerechtfertigt. Ich muss ehrlich sagen, das hier ist ein kleiner Anfang. Und vielleicht macht man sich auch gütig einig, aber ich denke, man sollte auch was dafür tun. Wir wollen 5%! Ich finde, das ist Solidarität. Ich weiß, dass viele noch heute auch arbeiten müssen und es werden hier noch mehr. Und dass heute hier so viele erwähnt, das zeigt also, da ist eine große Unterstützung und eine große Bereitschaft. Die Stimmung ist hier super. Also es sind ja weit über 1000 Leute hier, also mehr als erwartet. Und das zeigt ja auch, dass die Leute gewillt sind, auch viel mehr auf die Straße zu gehen. Über 1000 waren hier und die Stimmung war super. Ist richtig gut gemacht, ist gut organisiert und macht deutlich, was eigentlich unten an der Basis passiert. Wir sind zufrieden, dass so viele Kollegen den Weg nach Köln gemacht haben, aus der ganzen Republik. Die Stimmung ist super. Wir wollen 5%!